herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Rundreise durch die Raiffeisenregion Vöcklabruckland. Ja, eine Region, 7 Bankstellen, wir werden alle diese Orte besuchen. Es gibt überall eine Gewinnfrage und tolle Preise zu gewinnen, so wie meine tolle Vespa hier. Und meine erste Ortschaft ist Ampelwang. Dort treffe ich mich mit Frau Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Rosemarie Schönbass sowie mit dem Leiter der Raiffeisenbank, Herrn Michael Baumgartinger. Also, auf geht's! Ja, Ampelwang ist ja ein besonders schöner Ort mit sehr vielen Highlights. Was glauben Sie, ist so faszinierend an Ampelwang? Die Mischung macht's. Neben der herrlichen Landschaft haben wir eine Fülle an Highlights zu bieten. Einerseits die historischen Relikte aus unserer großen Vergangenheit als Bergbaugemeinde, wie der Brecher hier in Buchleiten und die Kohlesortierung mit dem sensationellen Lokpark. Und andererseits ist Ampelwang eine erfolgreiche Tourismusgemeinde mit dem Robinson Club und dem Reiterhof und vielem anderen mehr. Ampelwang, das Dorf der 607 Pferde. Pferde sind seit eh und je in Ampelwang groß geworden. Es gibt ein großes Isländergestüt, einige Reiterhöfe und seit 20 Jahren den Robinson Club in Ampelwang. Dieser Robinson Club hat uns die Nächtigungen in unserer Gemeinde auf über 100.000 jährlich erhöht. Dadurch sind wir in die Tourismusregion A aufgestiegen. Durch diesen tollen Tourismus profitiert die ganze Gemeinde und unsere Unternehmer. Ja, das heißt, ich habe viele Highlights zu erleben heute, von Kohle und Kultur zu den Lokomotiven bis hin zu den Pferden. Ich werde mal alles in Ruhe anschauen und wir treffen uns später wieder. Ja, hier ist der ehemalige Kohlebrecher von Buchleiten. Im Zuge des Umbaus wurde hier aus der alten Industrieanlage ein Veranstaltungszentrum gemacht. Hier finden Vernissagen und Ausstellungen verschiedenster Künstler statt, sowie auch Musik- und Theateraufführungen. Ja, hier ist nicht nur die ehemalige Kohlesortierung, sondern auch die Heimat des Eisenbahnmuseums Lokpark in Ampelwang. Die Gesellschaft der Eisenbahngeschichte präsentiert hier eine umfangreiche Zahl an verschiedensten Lokomotiven. Ja, und das Museum befindet sich hier an der ehemaligen Montageanlage am Endpunkt der Montanbahn von Dimmelkamp nach Ampelwang. Ja, und übrigens war hier auch der Hauptaustragungsort der Landesausstellung 2006 Kohle und Dampf. Ja, jetzt aber auf zum Robinson Club, denn dort gibt es viele Highlights für die Gäste. Von Nordic Walken und Bogenschießen über Golf, Tennis oder auch Reiten. Ja, Ampelwang ist wirklich sehr faszinierend und hat viele Highlights zu bieten. Ja, so ist es. Darum gibt es für eine Zuseherin oder Zuseher ein schönes Stück Ampelwang zu gewinnen bei unserer ersten Station unseres Raiffeisen-Gewinnspiels. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende im Robinson Club für 2 Personen. Hoffentlich haben Sie bei diesem Beitrag alle gut aufgepasst, dann ist die Lösung sicher nicht schwer. Und das ist die Gewinnfrage. Welche der historischen Fahrzeuge sind am ehemaligen Gelände der Kohlesortierung zu bewundern? Jetzt werden die Köpfe weniger rauchen als die Fahrzeuge selbst.
Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitspielen. Ja, 7 gewinnt heißt unser Motto. 7 Fragen, 7 tolle Preise gibt's für Sie zum Gewinnen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche. Bussi und Baba, eure Bettina.